Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Part von The Cave, Part 3. Wir sind stehen geblieben hier und wussten einfach nicht, wie es weitergeht. Genau. Holst du irgendeinen anderen Charakter? Also, oder? Ja, ist jetzt mit dem Mönch irgendwie. Holen die beiden nach unten. Weil wir, ja, der Sound war ein bisschen zu laut. Das, ich hoffe, ihr habt nicht gehört. Ja, Sound ist wieder. Bisschen komisch. Jetzt müssen wir haben überlegt, vielleicht schaffen wir es, indem wir Dynamit nehmen. Wir haben ja schon Dynamit mit der Fliegetusse. Ah ja, genau. Weiter runter. Soll ich noch ein zweites mitnehmen? Auf jeden Fall. Nein, nimm mal noch ein zweites mit. Kommt es das nicht erst da unten? Nee. Hab ich nicht. Ich probier's nochmal. Ja, nee, da oben ist das Dynamit, glaube ich. Ja, ja, da oben ist das Dynamit. Nach oben, dann jetzt da nach links. Okay. Ich nehme mal lieber eins mit, vielleicht sonst ist nachher andere kaputt und dann haben wir richtig verschissen und das wäre nicht so schön. Ja, das überhaupt nicht. So. Guck mal, wie das aussieht. Guck mal, wie das aussieht, wenn er das hinhält. Komm schon nach unten, aber 20 Jahre und so. Okay. Lüft sich hoch. Weiter. Nein. Nein. Ja. Nein. Ja. Nein. Der Kadetten müssen hier rüber. Nein, Philipp. Wetten? Jetzt werde ich mit dir. Hier hoch. Da kommt wieder hoch. Nein. 20 Euro. Um da hoch auszuspringen, wo wir das gesehen haben gerade eben. Dass das nicht stimmt, das unten eben. Ja, meine ich doch. Verfickter Wichser. Haha, bin ich gut, jetzt kommt wieder eine Füße hoch. Du scheiß Arsch. Wo rennst du denn hin? Oh. Ah, wie geil. Ich dachte hier unten bei dem Drachen, weil es da. Ah, dann sind wir ein bisschen schneller. Bei der Form doch bei dem auf war, ich habe keine Ahnung, ganz ehrlich. Mal gucken, ob es funktioniert. Wenn es nicht funktioniert, dann haben wir halt ein bisschen verschissen. Wo geht's denn lang? Da drauf. Ja. Junge, wie lange bist du hier? Oh, doch. Alter! Oh, das funktioniert nicht so, wie ich denke. Wenn es nicht funktioniert, so wie ich denke, muss man solche Spiele spielen, kann man es schulen. Ein bisschen. Das ist ja einfach nicht. Feuer? Wo gehen wir her? Oh! Das habe ich jetzt nicht durchdacht. Warte mal, komm mit. Wir gucken, ob das irgendwie eine Möglichkeit gibt, das auch hier aufzumachen. Das kann man, glaube ich, gar nicht aufspringen. Geh mal, komm mal rüber. Guck mal, das kann ich nicht aufspringen. Das muss irgendwie aufgehen. Das ist viel zu weit offen. Vielleicht kann man das so hinkriegen, dass man... Ich hätte noch eine zweite Idee. Komm mal mit. Lol. Aber geht's vielleicht hier, da ist der Typ doch hochgegangen hier. Nö. Geht nicht mehr, zum Glück. Sonst hätten wir so viele so Möglichkeiten müssen, nicht mehr was wir machen müssen. Wir wissen ja jetzt schon nicht, was wir machen. Ja, wäre noch schlimmer. Wir wissen ja nicht, wo lang es geht, ach Gottchen. Hier kommen wir nicht hoch. Oh, ich könnte hier rein, warte. Gott! Oder? Wir sind so scheiße doof, ey! Wir sind so scheiße. Nein, das ist zu weit. Schade. Das ist zu weit. Da können wir doch eh rein, wenn wir in die Gruft gehen. Vielleicht müssen wir irgendwas in der Gruft machen. Komm, wir schauen mal, da waren wir nämlich noch nicht. Oh Mann, da könnte ich vielleicht zu den Leichen rein da unten. Das stimmt, ja, du. Da muss man einfach das so viel nachdenken und das Nachdenken ist eh nicht meine Stärke. Das können wir nicht. Jetzt nach links dann, also nicht runterspringen, sondern nach links. Nachdenken, ja, das ist. Wenn es funktioniert. Es gibt ja immer verschiedene Möglichkeiten. Die meisten spielen das ja mit anderen Charakteren, nicht im gleichen wie ausgewählt haben. Deshalb wird es bei denen ein bisschen anders funktionieren. Hä? Ich komme da nicht rein! Lass dich nicht durch irgendwie. Da oben wäre Wasser. Guck mal weiter vielleicht. Ach, hier ist Dynamik. Hier ist zum Sprengen. Gott, hier wie ist macht zum Sprengen. Man da? Aha! Das hier ist zum Sprengen. Okay, warte, ich mach's von hier aus. Spring hoch. Ich lass mich einfach mit explodieren. Spring hoch. Hat's funktioniert? Ja, es hat funktioniert. Ja, tatsächlich. Jetzt kann er es auch ausmachen, der Ritter. Meine Fresse, wie kann man denn ein Rätsel so kacke machen? Ganz ehrlich, ey, das ist ja schrecklich. Gott, die wollen uns doch töten, aber mach den Schutz ein, ne? Dass du nicht verreckst. Das ist doch. Wie meinst du?
Ja, du willst doch durch die Flammen. Achso, da runter. Naja, klar, wenn ich da runter muss ich gleich den Schützer machen. Das werde ich nicht vergessen. Gott verdammt, ey, die sind doch Arschlöcher, ey. Die können doch verregeln. Ja, verregeln soll das, ey. Ist doch krank. Was schon krass gemacht, ne? Jetzt. Komm, zieh das Schwert raus. Endlich sind wir soweit. Tada, jetzt bricht das Ding ein. Komm. I knew you jetzt bricht er wieder darauf, oder? Proven your honor and won the right to marry my daughter. I'm going to run to her. Der will jetzt mit der Freundschaft. Die ist sogar nicht mehr da. Ja, das ist so. As soon as we return, the wedding can begin. Who says cheaters never win? Losers, that's who. The king seems pretty excited about his new trial by sword pulling son-in-law. Ja, ist das schwer. Egal, ich weiß das schon in der Hand. Well, what's left ja, toll, of was jetzt? Anyway. Wir sollen doch in den Garten gehen. Might be a good sagen, time wir gehen dahin. As we say in showbiz, exit stage left and quickly. Der wird bestimmt nicht happy sein, wenn er sieht, dass seine Tochter nicht mehr da ist. Oh, Nick is so happy. Mein Gott, Junge, das geht ab. Das Kämpfen gegen Monster mit Schwertern und so. Kommst du auch mit? Ich warte ja hier auf dich. Das nehme ich von Tussi. Tussi. Mönch! Gefahr. Ey, meine Tussi sind mir ausgewählt. Was geht? Schwanz im Mund, Junge und so. Ja. Das ist doch echt zu kompliziert. Ganz ehrlich. Man kann es übertreiben. Man kann es übertreiben. Ich bin viel schneller als du. Alter Mensch. Ich komm schon noch hinterher. Ach da. Wo? Ich würde sagen, wir sind hier oben mal. Ich bin da runtergesprungen wie der Tusse. Jetzt. Okay, ganz schön dran nehmen. So, jetzt. Kommst du? Excalibur! Ich hab Excalibur! Ist das nicht der Wahnsinn? Wunderbar. Das ist nur die Frage, was willst du machen? Sag wieder, irgendwas. Steht er bestimmt hier drin und wundert sich, dass seine Tochter nicht mehr da ist. He must have paid for the all this meat roll. Er hat ihn auch gefressen. Also, wie geil. Ist es cool. Ist es einfach nur geil. Ich glaube, da ist wirklich nichts Trauriges im Spiel dabei, wie der da drin saß. Ah, seine Tochter tot, er tot. Ist das geil. Könnt ihr das mal probieren hier mit? Hä, wo ist mein Tusse? Okay. Oh Gott, wie weit unten ist die denn, ey? Und ich will da nach rechts, aber da geht's ja nicht lang. Okay, was machst du jetzt? Geht nicht. Ich glaube, bestimmt auch nicht so interessant. Wir können da weiter, wo ich den Excalibur rausgezogen habe, bestimmt. Ja, wieso ich da lang? Leute. Vielleicht kannst du jetzt den Weg öffnen. Ja, vielleicht kann ich es, wenn ich es selber mache. So, jetzt wo lang? Ah ne, da komme ich schneller lang, wenn ich hier den Balkon rüber. Ja, wie wär's mit warten? Du kommst doch da sowieso nicht entlang. Das muss ja ich erstmal öffnen. Dann müssen wir alle durch. Okay, der Philipp, der entscheidet wieder selbst. Ja. Hey, bin ein Unsterblicher. Alter, voller Scheiß. Ja, sowas von. Ach, wunderbar. Jetzt ist der Weg da auf, oder? Nee. Oder? Nee. Aber da ist was zum Explodieren, das sieht man. Aber irgendwie muss es ja da jetzt weitergehen, das kann ja wohl nichts sein. Ach guck, jetzt das da drauf liegt, sieht da gut aus. Und so? Oh, ich werde jetzt. No one's going to be the wiser about how the knight got that sword. I doubt if any of the others will say anything. People in glass houses cool. And all. Aha, wen haben wir denn? Jetzt hinterher? Da sind wir doch richtig. Oh, das Schwert ist mir weggefallen aus der Hand. Das ist jetzt irgendein zerteilt. Das ist richtig geil, Gott. Jetzt steckt es da unten drin, jetzt kann ich es nicht mehr nehmen. Jetzt ist er auch da, wo wir waren. Hä, wie ist der dann? Wie hat er den Weg da oben gemacht? Wir haben kommt vielleicht erst viel später. Hier warst du was zu explodieren. Probier da rüber zu kommen. Ja, du wirst. Du versaufst ja. Ja. Nein, ich komme nicht mal nicht lang. Wenn du dich weiter bewegst, dann komme ich da nicht lang. Jetzt ist das voll. Aber probieren wir es mal. Und los! Hyperspeed!
Ich schaff's nicht. Komm, irgendwas muss da sein. Kann der Ritter da unten eigentlich keine Dings machen? Nein, das bringt ja nichts. Komm, wir müssen hier lang. Das kann man auch nicht ziehen. Schade, schade, das hat die Mate. Oh, Schalter. Was macht das? Ah ja, cool. Just because you can pull a lever doesn't mean you should. You may not give this kind of seismic meddling a second thought, but choices have consequences. I played host to more truth seekers than any human would care to count, and I know it's home when I see it. Trust me, this is ominous. Yes, I'm a speaking cat. Ominous. Yes. No. Yes. Yeah. Yeah. Ominous. Oh, never mind. Ich finde schade, dass das Spiel keine deutsche Vertonung hat. Auch wenn es auf Englisch gut klingt. Ja. Oh, doch. Für einen deutschen Entwickler, ich meine jetzt. Ja. Wasserpfütze! Toll, ach nee, das hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass es eine Wasserpfütze ist, echt. Aber weißt du, ich habe eine ganz tolle Sache, die nennt sich Unsterblichkeit. Tja, das geht lang. Da irgendwie zu Augen lang, aber ich meine, erstmal noch rechts. Ja, okay. Naja, probieren wir es einfach. Nein. Du kannst das nicht! Nein! Ah, halt erstmal dein Maul! Jetzt komm runter. Erstmal gar nichts, ey. So jetzt. Nein! Wunge, wieso hält die sich nicht fest? Und zack. Jetzt noch weiter runter. Ja. Aha, schon was. Das sieht schon besser aus hier mit den Minen. Was machst du denn? Das sieht cool aus. Boah! I know it was. Now my three mine cars are trapped in these caverns and caves. You'll bring those mine cars back if you know what's good for you. Even this dynamite will convince you. Okay, da wird's. I need all three of those mine cars back to here. Da hat uns einfach mal beide umgebracht. Ja, ich hab noch einen Eimer hier, guck, einen riesen Eimer. Komm, dann gehen wir mal. Dose Mais. Die Schaufel sieht wirklich aus. Boah. Nimm du mal den Eimer. Drei Sachen. Und drei Sachen. Na, hol mal deine Münze. Boah, der wirft den. Nein, der hat doch das TNT geworfen. Bist du dumm oder was, Philipp? Ja, wir sterben ja nicht. Ah, doch, well, you know what they say. It wasn't the prospectors who made all the money. It was the merchants who sold blood pressure medication. Oh, da muss ich das mit Mais nehmen. Komm, Leute. Okay, dann müssen wir wohl irgendwie nach oben gehen. Hä? Oder? Du kannst doch nichts machen. Warte mal kurz, komm mal mit. Komm mit. Können wir ein TNT mitnehmen? Dagnabbit! Frizzle! Nee. Are you still here? Vielleicht können wir da irgendwie runter oder irgendwie hingehen. Gehen wir mal nach oben. Da könnte was sein. Könnte sein, aber ich habe jetzt nichts gesehen. Irgendwie. Oh, da habe ich es versaut. Da habe ich es versaut. Komm. Ich komme nicht hinterher damit. Ich habe nur noch einen. Kannst A drücken, dann wirst du schneller. Da kannst du keine A drücken, glaubst du. Wenn du da A drückst, dann. Ich habe ein Lächeln. Kann man hier vielleicht irgendwas mit der Schaufel machen? Aha! Aha! Du kannst vielleicht mit dem Einer da Wasser holen bei diesem Wasserloch. Ich weiß bloß überhaupt nicht, wozu du das brauchen würdest. Da hier. Moment X. Aha! Da sieht man schon mal was. Halt, 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 halt. Wir müssen weiter. Da ist bestimmt noch was. Irgendwas für die Schaufel vielleicht? Irgendein Dreckloch oder sowas. Ich hab mich schon gewundert, warum das beschriftet war, das Wasserloch. Vielleicht sieht doch jeder. Ist eine beschriftete Wasserloch. Wahrscheinlich brauchen wir gleich diesen komischen Käse oder so eine Art. Der Mönch. Brauch ich denn überall TNT? Können wir nichts machen, oder? Komm mit. Probier, will. Oh! Oh nein! Ach nein! Wie? Wir sollten ja wahrscheinlich gar nicht hoch.
Das ist, glaube ich, ein Anzeichen, dass wir da so gar nicht hoch sollten. Ja, aber wenn wir da vielleicht sogar... Nee, da kommen wir nicht mehr zurück, aber... Brauchen wir sogar irgendwo her, brauchen wir ein Dynamit. Aha! Du kannst die löschen, die der schmeißt. Mit dem Wasser. Die Dynamit-Dinger. Bestimmt. Mensch, du musst ja... Wie du da denken musst, ist der Wahnsinn, ey. Das ist doch, du musst doch so um 20 Ecken denken, damit du reine einzige Sache machen kannst. Ja. Weil du auch so viele Möglichkeiten hast mit den Leuten hier. Klar, du. musst du das schaffen. Ich bin unten. Hey. Tja, ich muss hier noch. Warum überlegt ihr das nicht? Oh. Ah! Jetzt da, du musst es bestimmt irgendwie löschen können. Komm. I know you caused that cave-in. Now you gotta make it good. Irgendwie hinstellen muss so mit B. Sollen wir probieren? So, jetzt rechnen wir nicht der Ritter. Jetzt warte, ich probier mal. Ich hab vielleicht eine Idee. There comes a time in a man's life when he needs his three mind cards back. And that time is now. Ist das geil! Einmal mit Dynamit, stell mal hin. Dynamit. Dann mit Wasser. Hol jetzt ganz oft uns Dynamit. Mal. Wir müssen das ein paar Mal direkt noch treffen. Naja. Ich glaube direkt drin. Soll ich mir in der Tüse auch noch ein Dynamit-Ding? So, ja, auf jeden Fall. Noch eins. Hey, so, ist die rausgewählt, wieso kann ich jetzt nicht mehr dann... Achso, die hockt doch hier an dem Dings. Y'all try to chisel me or what? Give me my stuff back. Give me my stuff back. Get me all three mine cars. Aber nimm die Dynamit. Kriegst du gleich noch hier einen Anfall? Lol. Boah, der Mensch. Der geht ab. Aber ich sage, wir sprengen einfach jetzt mal alles hoch. Hier ist ja schon mal die Möglichkeit zu sprengen. Und zwar, Achtung. Ist jetzt alles mit noch. Krass. Pall dein Dynamit noch gut. Kann ich ja, ich hab's. Wo ist denn Dynamit hin? Wo ist? Nein, das sind die Luft. Scheiß drauf, komm mit. Mein Gott, mein Dynamit. Das war so wunderschön. Ha. Kann ich nicht dahin. So, the old miner's instincts were right. There is a mine car trap back here. You may have overreacted a bit, but at a certain age, you've got to do something to get you up in the morning. Even if what gets you up in the morning is a dangerous lack of interpersonal skills and anger management issues. Das ist recht. Du hockst dich da rein! Schon, das ist voll geil. Hüpf doch hoch. So, wenn du pervers ist, komm. Oh mein Gott, das ist ja noch Sodomie hier, guck mal. Oh, jetzt hat er das Dynamit weggeworfen. Oh geil, ich einfach mal Gold hochhole. Du musst es da rein. Aha! So geht das. Kann ich jetzt wieder. Einer muss da drunter schieben. Warte. Einer muss es da drunter schieben. Muss ich, ja. Nein, dann geht das Gold nicht mehr rein. Und einer muss den Hebel benutzen. Während das. Warte. Kann er das? Geil! Wir haben Gold! Gold! Jüt, die haben Jüt, ey. Wohin können wir das schieben eigentlich? So, so. Ah, jetzt guckt es, ob das echt Gold ist. Das ist wie. Okay. Aha, da kommt es also raus. My gold! I thought you was gone for good. Time to get down to some. Ja, das wird zu faul gewesen, nach oben zu laufen. Ja, geh. Okay. Aber sowas von. So ein Perversling, Alter, lässt die ganze Arbeit uns machen und. Was müssen wir jetzt machen? Zu dem Typ hin, oder was? Ich denke mal. Sollen wir die Tüffel noch. Die müssen so oder so irgendwann holen. Ja, das muss ja. Kommt sie vielleicht auch mit nach dem Speicherpunkt? Ich würde sagen, wir sprengen noch ein anderes auf. Haben wir noch ein anderes? Ja, da haben wir noch drei Stück, glaube ich. Zwei, meine ich. Hier könntest du noch eine Fackel irgendwo, da oben. Ja, aber ein Team. Hier ist eine Fackel wieder, hier ist was aufsprengen. Okay, mit was?
Oh, was soll ich machen? Oder, ja, jetzt musst du hin und einfach B drücken. B drücken. Wow! Hättest du B gedrückt? Jetzt hättest du sowieso wieder getötet. Wir müssen alle drei Minecarts mitbringen. Ist das Zeitmaschine? Ja, das ist Zeitreisende. Zeitreisende, wie weit ist die denn entfernt, bitte? Mein Gott, die springt hier nach rechts und nach links, die wird nach oben. Ja, du darfst schon nach oben springen, beim Seil kannst du springen. Natürlich kannst du da ein bisschen springen nach oben. Ja, dann geht sie nach rechts oder nach links, glaube ich. Nee, nee. Sicher? Ja, ja. Nee. Sieht schon geil aus mit dem Gold da hinten, ne? Wunderbar ist das. Da siehst du, man kann da rumfliegen. Ja, auf der Leiter, aber nicht auf dem Seil. Das geht schon, doch, warte. Probier. Da kannst du irgendwann so nach oben. So. Ja, aber das macht sie nachher weiter. Das geht nicht. Hey, wo gehst du hin? Wo geh ich hin? Ich muss nach links. Diese Tusse hält sich da fest. Jetzt musst du da lang. Oh mein, das Ding da hinten, das Bild für eine Zeitreise, ich glaube das erste, wo wir haben. Oh! Was passiert mit mir? Bitte. Oh, in der Zukunft, wie geil. Also ein Witz. Oh Gott, ich bin doch mit 8. Oh, jetzt bist du dort. Zerquetscht. Ah, guck mal. Das müssen wir da draufschieben mit 1 und dann müssen wir das nächste holen. Das ist bestimmt auch für den fetten Kerl. Das ist für den fetten Kerl auf jeden Fall. Ja, warte, ich weiß, wie es geht. Der will Fleisch, Gold, ja, warte, geh hinter das Minecart. Oh. Lag, ich muss so lag, warte. Jetzt weiterschieben. Bis in die Mitte ungefähr. Dann muss ich wieder hoch und dann hole ich das andere runter. So, dann funktioniert das. Wir haben ja noch ein drittes zum Sprengen gehabt, gell? Jo. Drittes haben wir noch gehabt. Der braucht bestimmt sein Fressen, sein Gold und seine Dildos. Ich weiß gar nicht. Hier lang geht's, glaube ich, nicht, oder? Der geht weg, der schmeißt sich jetzt da durch. Nein, da geht's nicht lang. Ah, das müssen wir nach oben bringen. Ja, super, klar. Mein Gott, ich hab doch gesagt, da geht's nicht lang. Philipp, wieso? Mademoiselle Philipp? Oh. Wie das einfach mal voll fett knapp war hier, ne? Und du musst da. Warte, noch nicht? Ja, lass los. Wir müssen das Ding jetzt, indem wir. Nein. Jetzt mit dem einer auf das da drauf steht, auf das ganz oben. Das ist wahrscheinlich der Ritter, Den wir halt sowieso jetzt auswählen. Ja. Da. Jetzt kann das einer darüber tragen. Halt. Da. Jetzt kann ich natürlich, warte. Ja, das war klar. Du musst beide drauf stehen. Du musst mit der Zeitreise noch mit dem Ritter da drauf stehen, damit ich mit dem Mönch dann. Bitte. Warte. Das ist schon, du musst was runter mit der aber du musst jetzt. Ja, wenn du dann mit den. Wieso? Du musst jetzt gleichzeitig drauf. Oh, scheiße. Okay, warte, ich geh wieder hoch. Du musst auch wieder runter. Nö. Doch? Du musst einfach ganz rauf, dann überhüpfen und dann rauf. Wie soll ich da rüberkommen, bitte? Da kannst du rüberhüpfen. Aha. Jetzt genau, und jetzt stellst du drauf und jetzt müsste es eigentlich runtergehen. Ja, du musst. Change halt deine Sicht. Da. Du musst eigentlich kann das mal. Hier stehen bleiben, ja. Richtig ist? Ja. So. Ja, jetzt kommt's. Zum fetten Typen wieder. My vittles! Mein Problem. Better build up a powerful hunger down here. I'm gonna roast me up some canaries. Now see here, I still need my last minecart. Immer noch eine Lore. Aber wir brauchen einen TNT von dem. Ja. Wir sind ein bisschen gearscht. Weil wir beide gestorben sind. Und der Ritter ist irgendwie gestorben und dann hat so ein TNT verloren. Also ein Dynamit, meine ich. Ja. Wie einfach da hängen bleibt. Alter, der geht nicht runter von dem Scheiß. Das können wir glaube ich noch ohne Mönch irgendwie hinkriegen. Müssen wir da hoch dann? Ganz nah? Ja. Mein Gott, dann ist nur alles für einen Dynamit. Ich brauche eigentlich nur eine holen, oder?
Ja, ich kann es schon machen, warte. Du musst eh nichts machen. Ah ja. Kannst du chillen hier wieder. Ja klar, das war so klar. Ah, cool. Wieso schmeißt er ihn nicht, wenn wir dem noch helfen? Das ist ein Depp. Voll Arsch. Arschloch. Er würde uns helfen mit dem Dynamit. Ja, ja. Ja, natürlich. Als würde er uns helfen wollen, wenn er das anzündet. Ja, ja. So funktioniert die Welt, Philipp. Die Welt ist grausam. Du bist auch grausam. Ich weiß. Okay, jetzt muss er ganz nach. Mein Gott. Ich bin gespannt, was für die Schaufel und so alles brauchen. Jetzt Mais. Mais brauchen wir bestimmt für irgendein Monster, das wir wieder zähmen müssen. Oder für uns. Das dürfen wir behalten. Ja, genau, klar. Wir fressen hier Mais. Und der ist seine Schenkel da von so einer Keule. Ich finde es ein bisschen schade, dass wenn der eine Spieler weiter wegläuft, dann der andere Spieler gar keinen Kontrolle mehr. Das geht recht schnell, ja. Naja. Sehr schön, das sieht doch schon richtig gut aus. Was gibt's hier dann? Türen runter. Was oh ja, was ist das für eine Mönch? Oh Mann. Holen halt schön. Ja. Ja. Ach, du kannst das auch machen? Kann ich auch? Okay. Ich dachte, man kann es nur mit speziellen. Ich dachte, das ist auch gerade. Soll der Scheiß. Okay, dann bin ich auf. Was müssen wir machen, Philipp? Ich habe keine Ahnung. Du bist so ein bisschen am Fehlen. Ja. Da ist die Schubkarre. Aber. Die Lore meinst du? Aber da ist nichts drin. Lore meine ich. Müssen wir vielleicht was reinpacken? Hä, müssen wir es einfach rein. Vielleicht müssen wir gar nichts reintun. Einfach nur darunter schieben. Ja, was muss ich? Ah, mit dir. Komm, schieb das Teil. Oh, halt. Bleib doch drin. Voll sau. Und das jetzt, oder? Das war ist jetzt weg, Alter. Hä? Ach, das Zeug, was er uns hingeschaut hat, das muss er jetzt reintun. Das ist ja muss man. Nee, er muss irgendwas Neues. Kann ich das oben, nach oben schieben? Also, der Lori kann nicht von oben nach hinten fahren. Bis die wieder runterkommen. Also ich verstehe nicht. Lass mich umdrehen. Ach nee. Hä? Da kann ich mitfahren. Ja, bleib mal drin. Viel Spaß, ciao. Ja. Wo bin ich jetzt? Kannst du dich ja mal irgendwie schnell teleportieren. Oh, ich bin im Stau. Oh. Geil! Alter! Da müssen wir doch jetzt irgendwas rein. Hier hoch geht's noch, oder? Da war irgendwas da oben. Komm mit. Springt da vielleicht. Da guck mal, da ist doch was. Wo? Da schon kommt doch was runter. Kann man das irgendwie kaputt machen? Das Sand, was da runterkommt, Philipp. Das kann wirklich sein. Du meinst Sprenger da, ne? Ja, glaub nicht. Sieht so aus? Oh, sieht so aus. Tut so aus. Nein, ich glaube nicht. Sieht viel enger aus, wenn man was sprengen kann. Aber was kommt da jetzt rein in die Lore? Müssen wir vielleicht mit der Schaufel irgendwas abbauen und dann reinschmeißen, oder? Hm? Na egal. Ich glaube, das sehen wir im nächsten Part. Jo. Bis dann, Leute. Wer's geht.